Blickfang Reithose. Begrüße den Sommer im neuen Trainingsoutfit. So heißt diese Woche das Motto bei Fashion Star von Piqueur Escadron und Fundis. Wer findet den besten Look rund um die Reithose? Sandra, Lara, Nadine oder Dennis? Jens Hilbert, du darfst entscheiden. Finale! Oh oh, bei Fashion Star! Es wird nicht einfach. Sandra ist gestartet mit den wunderschönen roten Haaren, mit einem coolen Outfit. Dann kam die Lara, dann kam die Chemikerin Nadine und dann kam als Finale Super Dennis diese Woche und noch tolle Pferdchen wie It's Art Picasso oder Findus, das Fuchspony im Fundes Flagship Store mit Piqueur Escadron. Es wird nicht einfach, denn alle waren cool, trendy und stylisch mit den tollen Produkten von Piqueur Escadron und Fundis. Jetzt kommt's Finale bei Fashion Star. Los geht's mit Sandra, unserer Klempnerin, die auch im Sattel von Richie eine Top-Figur macht. Zum Shoppen hat das Model Sabrina mitgebracht. Ich bin Sabrina, Sandra und ich, wir kennen uns schon unser halbes Leben lang. Wir sind am gleichen Stall und ich fotografiere sie regelmäßig. Allerdings habe ich noch nie so ein professionelles Model vor der Linse gehabt wie Sandra. Lara, unsere Dressurreiterin, liebt es, sich und ihren Findus herauszuputzen. Am liebsten in rosa. Warum hat sie sich gegen das Überraschungspiece entschieden? Weil es ist sehr schlicht und ich mag sehr hell und rosa. Ich finde die Schabracke oder das Piece cool, zum Training auf jeden Fall, aber jetzt zum Look, finde ich, passt die rosa Schabracke besser. Die Chemiestudentin Nadine verwöhnt gerne ihren Picasso. Freund Kevin ist dennoch nicht neidisch. Trotz Pferdehaarallergie hat der Physikstudent Nadine unterstützt. Welche Note gibt's dafür? Sehr gut, würde ich sagen. Er war ja sehr engagiert und hat auf jeden Fall alles gegeben. Und seine Auswahl war auch super. Und Dennis, unserem Social Media Manager, liegt das Wohl der Pferde sehr am Herzen. Da muss alles top in Schuss sein, genauso wie das Outfit. Wie war es bei Fundis zu shoppen? Aufregend, anstrengend, ziemlich warm. Wir waren uns einmal nicht einer Meinung, vor allem beim Oberteil, bei der Jacke. Ich glaube, jetzt im Nachhinein würde ich sagen, war es die richtige Entscheidung, weil es natürlich schon zu dem Sommer hingeht und die andere war natürlich schon deutlich dicker. Die gefiel mir aber vom Design her tatsächlich echt gut. Deswegen ist das vielleicht noch ein Piece, was ich mir im Nachhinein holen werde. Du gehst da lang, da rein. Schöne Sachen, helle Sachen. Okay, helle Sachen, Reithosen, Reithosen. Ja. Das heißt, wir brauchen... Ich würde am Oberteil würde ich eine knallige Farbe machen. Oh ja, knallig bitte. Ja. Erster Blick von Reithose, okay dann. Genau. Wir brauchen so ein dünnes Shirt, so ein Langarm-Shirt. Wo haben wir das denn? Shirt, Shirt, wo bist du? Oh Junge, ich bin jetzt schon am Schwitzen. Farben, Farben, Farben. Sommer. Aber dann wäre die Reithose im Fokus, das ist so. Das ist ja das Thema. Ja. Die Reithose muss ja blickfern sein. Dann machen wir alles in Blau. Und ja. Ja. Dann haben wir das Thema getroffen. Würde ich sagen. Ich finde das geil. Die Reithose ist voll im Fokus, weiß ist schlicht. Also die Hose ist mega. Ich bin voll bei dir. Ich glaube, wir haben alles. Ja, okay. Ja! Gott sei Dank hat sie sich für die Leggings entschieden und das Glitzer-T-Shirt. Und die Jacke hängst du besser nur so über die Schulter. Welche Farbe möchtest du? Blau, grau, dunkelblau. Wobei, Sommer haben wir auch irgendeine Farbe? Wir haben dunkelblau, weiß oder beige. Ich dachte, die Zeit ist das Problem. Aber ich glaube, die Zeit ist gar nicht das Problem. Und wann probiert sie mal was an? Was brauchen wir noch? T-Shirt hattest du? Oder T-Shirt noch? Liegt da schon. Okay. Eine Stricke, ich habe Bandagen. Welche Socken möchtest du haben? Irgendwas Passendes. Ja, das sieht besser aus. Viel besser. Deswegen wird zurück. Also die Jacke würde ich auch tragen in diesem etwas glänzenden Beige. Die finde ich auch sehr stylisch. Oh, hier gibt es aber noch eins mit Glitzer auch. Wie findest du? Ja, finde ich echt super. Ich hoffe, Jens gefällt mein Outfit. Hoffentlich Jens gefällt es. Ich finde es ja interessant, dass wir in der fünften Staffel mittlerweile sogar den Jens schon integrieren in die Modeauswahl. Okay, aber guck mal ganz kurz, die ist richtig cool, oder? Guck mal hier unten, das ist so ein bisschen... Ja, die ist doch sehr pretty. Ja. Okay, warte. Also entweder hellblau oder dunkelblau. Okay. Würde ich, glaube ich. Damit wir bei den Farben bleiben, sonst wird das vielleicht zu bunt. Ich habe jetzt ein Problem mit den Größen. Es gibt ja S,
ML. M brauche ich. M habe ich. Was, sehr gut. Was, ich würde sagen, das passt vielleicht ganz gut dazu. Was Schlichtes ist besser als was? Schlicht will ich in dieser Sendung nicht hören. Das ist sofort Elimination. Nee, das ist super. Also schlicht bei Fashion Star ist wie in Physik die Fläche unter der Kurvendiskussion oder so falsch ausgerechnet. Und was sagst du? Ja, ich würde die... Aha, Blickfang, Reithose. Hallo, kommen wir jetzt dem Thema langsam mal ein bisschen näher, Schätzelein. Okay, warte, die Sachen nehmen wir jetzt nicht, ne? Jetzt lass mal ganz schnell gucken, ob wir jetzt alles haben. Das müsste passen. Also ich habe das im Kopf vorhin durchgerechnet. Das passt. Die hast du noch nicht drin? Dann haben wir auf jeden Fall die Sachen. Sehr cool. Okay. Bin echt gespannt. Also welche Farbe, Inke? Nehmen wir einmal diese hier, die blaue. Ja. Ich gucke einmal kurz bei den Schabracken, was da so farbtechnisch abgeht. Okay. Grau? Grau Nein. wird auch gehen. Da hängt ja auch eine graue. Nein. Grau mit Blau? Nein. Ja, grau, grau ist super. Hier, das sieht nach meiner Reithose yeah, aus. Ja, ja. Nee. Ich gebe dir das noch mal kurz hier rein. Ja, so oh, guck mal, stramm Reiterwade, du, guck da ohne raus, ne? Ich guck nach den Pferdesachen. Ja. Schabracke und Glocken habe ich schon mal, Dennis. Und jetzt die Schuhe noch hier. Ja, die kosten 200. So einen hatte ich noch nie. Ganz interessanter Schnitt. Das ist ganz selten für Männer. Deswegen, soll ich die mal anprobieren? Sieht ja echt cool aus, die Jacke. Ich mag das mit den zwei verschiedenen Stoffarten. Dann super. Haben wir es geschafft. Sowohl fürs Pferd als auch für den Reiter gibt's bei Fundis alles, was das Herz begehrt. Die Looks können hier nachgekauft werden. Doch wer ist diesmal unser Fashionstar? Die erste im Bunde am ersten Tag dieser Staffel 5 war die Sandra mit ihren wunderbaren roten Haaren, die Klempnerin und das Model gepaart. Und was ich ganz toll fand, ist, dass sie das Motto extrem gut in den Mittelpunkt gesetzt hat und hat sogar noch mal in der eng bemessenen Zeit die Reithose gewechselt und hat eine super stylische, farbenfrohe Leggings ausgewählt mit ihrem heißen Knackärchen. Richtig gut geworden. Und zusammen mit dem Gesamtoutfit mit ihrem Pferd Richie gibt's die Note 8,6. Die Lara hat begeistert. Pink und Glitzer ist ein Stück weit auch ihr Lebensmotto. Und gepaart mit dem Findus, ihrem Fuchspony mit Palomino-Mähne, der gefällt mir richtig gut, richtig gut. Der Findus im Fundis Flagship Store Outfit mit Piqueur Eskadron gepaart. Ist richtig gut geworden. Ich fand die Bandagen insbesondere richtig cool und schick. Auch ein bisschen Farbgebung und Farbwahl motiviert und auch Fashion-Mut gehabt. Und das gibt zusammen die Note 8,4. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Lara, liebe Shoppingbegleitung Pia und an den Findus fürs Mitmachen. 1000 Küsse, euer Jens. It's Art, die dritte Teilnehmerin, Nadine, Chemiestudentin mit ihrem tollen Picasso, der gefällt mir richtig gut, das gescheckte Pony, hat ein ganz cooles Outfit, auch stylisch, so ein bisschen Hip-Hop-Style mit der Cap und so und auch beide zusammen im Cap-Duo. Ich hätte mir ein bisschen mehr Fashion-Mut beim Motto gewünscht. Ich finde auch, dass wir die wuselige Mähne von Picasso hätten doch auch in ihrem Glanze zeigen sollen und die Kappe vielleicht weglassen. Dennoch auch ein super stylisches, cooles Outfit ist es geworden bei Fundis und Piqueur Eskadron im Shop. Es wird eine Note von 8,1. Nadine, Kevin und Picasso, vielen Dank fürs Mitmachen und alles Gute für euch. Super Dennis, in Staffel 5 der einzige Mann und auch schon erprobt bei Fashion Star, denn die Inke, seine Freundin, hat die letzte Staffel gewonnen mit einem super krass mutigen Outfit in Orange und um ganz ehrlich zu sein, der Dennis ist schon ein schöner Kerl mit stramme Wade und für ein Männeroutfit im Reitsport habt ihr perfekte Noten erzielt. Für das Fashion Star Outfit mit dem Motto gepaart, finde ich, hätte es ein bisschen mehr Mut sein dürfen. Eine Note von 8,1 vergebe ich hier.
besten Dank an euch beide für die zweite Teilnahme. Finale mit einem Mann als letzten Teilnehmer in der Staffel 5. Tausend Dank an euch. Lauderwelle, für die Note 8,6 in Staffel 5. Es kann nur eine Fashionstar sein. Und das ist Sandra, Glänzerin, Supermodel, rote, heiße Lady mit Knackarsch, der Super Leggings und dem tollsten Outfit der Woche. Die herzlichsten Glückwünsche von Fundis, Picœur Escatron zu dem super Outfit. Danke fürs Mitmachen, Sandra, Fashionstar, Staffel 5. Mua. Hier noch einmal alle Wertnoten in der Übersicht. Es gibt keinen vierten Platz in Staffel 5. Super. Das ist die Siegerin der fünften Staffel. Unser Fashionstar bei Picœur und Escadron ist Sandra mit ihrem Richie. Diesen Sommerlook konnte keiner toppen. Als Preis bekommt Sandra nicht nur alle Klamotten von Picœur, Escadron und Fundis im Wert von über 600 Euro, sondern auch die goldene Schleife, eine Schärpe und noch einen 500-Euro Shopping-Gutschein für den Online-Shop von Fundis obendrauf. Herzlichen Glückwunsch, Sandra! Vielen, vielen lieben Dank für die tolle, tolle, tolle fünfte Staffel mit so viel Fashion-Power bei Fashionstar mit einer noch tolleren Siegerin. Und ich freue mich schon jetzt auf Staffel 6 mit 9 bombastischen Teilnehmerinnen, denn dieses Mal VIP, VIP, Celebrity. Die Testimonials von Picœur, Escatron und Fundis sind unter anderem Teilnehmer in der Staffel. Es wird mega cool. Freut euch drauf. Euer Fashion King, euer Fashion Star Jensi. Bis bald. Muah.